Mit ein bisschen Finesse sparst du dir sehr viel Stress. Nimmst von dem, der viel hat, holst dir doch vom Staat. Schwarzarbeit, das ist doch Arbeitszeit, und Harzbetrug, das gibt doch nie genug. Bitte sei doch kein Blödgewächs, probier's mal mit Cum-Ex. Für so ein richtiges Cum-Ex-Karussell brauchst du... Hallo, wie heißen Sie mit Vornamen? Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Susanne. Einen wunderschönen... Wie heißen Sie mit Vornamen? Marc? Ja, Marc, herzlich willkommen. Marc ist auch hier. Und Sie mit Vornamen? Marcel? Ja, Marcel, Marc und... Susanne, nochmal aufstehen, bitte. Einen Riesenapplaus für Marcel, Marc und Susanne, meine Damen und Herren. Die mich jetzt auf die Bühne begleiten. Doch, Susanne, komm, hoch. Einfach einmal vorgehen. Ja, wunderbar. Über die schöne goldene Applaustreppe, meine Damen und Herren. Ja, danke schön. Susanne, bitte ein bisschen hier weiter rüber gehen, ja? Dankeschön. Marc, bitte hierher kommen. Und Marcel, auf zu meiner Linken. Genau. Ja, für so ein richtiges Cum-Ex-Karussell brauchst du ein paar Protagonisten. Ich habe hier fast Freiwillige auf der Bühne. Marcel, du kriegst eine neue Rolle. Du bist ab jetzt Clemens Tönnies. Ja, ehemaliger Schalke-Boss, Fleischfabrikant, außerdem durch krude Afrika-Thesen bekannt, außerdem Ausbeuter und Doppelmoralverkäufer und natürlich Mindestlohnunterläufer. Mach mal so ein richtiges schmieriges Clemens Tönnies-Grinsen. Ja, wunderbar. Einmal, meine Damen und Herren, Clemens Tönnies. Dann haben wir den zweiten im Bunde. Marc, meine Damen und Herren, richtig dicke Eier, Carsten Maschmeyer. Reich geworden durch Drückerkolonnen, mittlerweile wohnt er mit Veronika unter Mallorcas Sonnen. Und dann Susanne. Cross-Gender besetzt, richtig der Brüller, Erwin Drogerie-Müller! Ja! Leider hatte der Erwin wie die anderen beiden kein Anlegerglück, hat jetzt am liebsten sein Cum-Ex-Geld zurück. Aber gemeinsam tanzen sie den Cum-Ex-Dance. Okay, ich mach's mal kurz vor. 2, 3, 4, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. Na, wollt ihr schon mal probieren mitzumachen? Okay, wir fangen auf links an. Ich zähle ein. 2, 3, 4, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. So, noch zur Sicherheit nochmal, diesmal auch mit Marc. Okay, doch, doch. Mit linken beanfangen. 2, 3, 4, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. Jetzt mal unterhaken, wir schunkeln ein bisschen. Alle, die mit uns auf Cum-Ex-Fahrt fahren, müssen frei von Werten sein. Erwin und Clemens und Carsten sind fit. Haben keine Werte, haben keine Werte. Erwin und Clemens und Carsten sind fit. Haben keine Werte, die fahren mit. Für so ein richtiges Cum-Ex-Karussell brauchst du ein paar Aktien und zwar schnell. Also kauft sich Clemens, denn die hat er gern, Aktien von einem deutschen DAX-Konzern. Dafür kassiert er eine Dividende, doch damit nicht zu Ende, denn der Staat will ganz behende seine eigene Dividende. 25% Kapitalertragssteuer. Zahlst du das, Clemens? Nein, natürlich nicht. Das ist dir viel zu teuer. Und deshalb brauchst du deine Freunde Dalli Dalli. Denn mit Cum-Ex gibt es Halligalli. Und dazu gibt es Girls den Cum-Ex-Dance. Wir fangen wieder auf links an. 2, 3, 4. Step, Kick, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. Ist auch für dich unter aerobischen Aspekten ein ganz wichtiger Abend heute. Es fließt die Dividende. 400 Millionen, die bald auf Clemens Konto wohnen. Davon will der Staat seine 100 Millionen, soll sich auch für ihn etwas lohnen. Im Gegenzug kriegt der Clemens eine Steuerbescheinigung zwecks Verlustbereinigung, denn das Finanzamt zahlt zum Glück das Geld einfach mal zurück. Und das sind alle so happy, da tanzen sie wieder. Ich weiß nicht, woher diese Ekstase kommt, aber sie ist da.
zwei, drei, vier, Step, Kick, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. Carsten hätte jetzt auch gern so eine Aktienspende für 400 Millionen Dividende, aber er kauft sich von Erwin sein Aktienpaket. Erwin hat aber gar keine Aktien, der ist aktienobsolet, also verkauft der Erwin etwas, das er nicht besitzt, dank Leerverkauf läuft das wie geritzt. Einfach mal an Carsten weitergeben, das ist quasi, ich fand das ein ganz schönes Symbol für den Leerverkauf, ne? Ein kleiner Luftballon. Und dazu tanzen wir alle wieder. 2, 3, 4, Step, Kick, Step, Kick, Step, Kick, Kick. Er geht ganz leicht, der Cum-Ex-Trick. Nach dem Fließen der Dividende verkauft Clemens an Erwin ganz behende das Paket ohne, also Ex-Dividende. Und Erwin reicht es weiter an Carsten behende. Carsten hat aber mit Dividend gekauft, also Cum-Dividend, und kriegt jetzt von seiner Bank auch eine Steuerbescheinigung für den Vermögensschrank. Dann verkauft Carsten wieder an Clemens das Aktienpaket. Alles ist wie am Anfang, es ist noch nicht zu spät. Nur etwas ist anders. Nur einmal Dividende, noch zwei Steuerbescheinigungen wechselten die Hände. Und zweimal zahlt zum Glück das Finanzamt Geld zurück. Mal eben ein Gewinn von 100 Millionen. Das Ganze soll sich ja schließlich auch lohnen. Manchmal ist auch ein Schnaps mehr. Manchmal sind es sogar 200 Millionen oder 300 Millionen oder 400 Millionen oder 5 oder 6. 1, 2, 3. Cum-Ex, Cum-Ex für Profis ein Klecks. Und Step-Kick, 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 Kick.